Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Elektrischer Schutz ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gehört, was elektrischer Schutz überhaupt ist, warum wir das machen, weil eben die potenzielle Leistungsfähigkeit der Elektroinstallation relativ hoch ist, müssen wir uns vor dessen Gefahren schützen. Heute fangen wir an mit dem sogenannten Anlagenschutz. Wir müssen unsere Anlagen schützen vor Beschädigung oder dass von unseren Anlagen eine Gefahr ausgeht für andere Sachen, Bauwerke, Einrichtungen und so weiter. Wozu müssen wir das machen überhaupt? Ja, schauen wir uns das an. Schauen wir uns eine Situation an, in der wir unsere Anlage schützen müssen. Typische Situation. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben hier irgendwo eine Steckdose. Ja, da ist die Steckdose. Und hier stecken wir unseren Verbraucher an. Das ist der RL, ob das jetzt wirklich eine ohmsche Last ist oder ob das irgendeine Mischlast ist, eine Impedanz, sei mal dahingestellt, es ist auf alle Fälle ein Verbraucher. Okay? Da rinnt der Strom. Da rinnt der Strom, IL, das macht er. Okay? Hier hinter der Steckdose habe ich natürlich auch Leitungen, gell? Da hier sind Leitungen. Und diese Leitungen haben auch Widerstände, Leitungswiderstände, kleine Leitungswiderstände sind da eingebaut. Also eingebaut, sonst nicht. Die hat einfach, eine Kupferleitung hat einen Widerstand. Ich brauche keinen Widerstand, nein. Kupferleitung hat einen Widerstand. Ja, und diese Zuleitungswiderstände, RZ, die sind einfach da. Da rinnt der Strom auch durch. Das bedeutet, der Strom hat hier, haben wir praktisch einen Verlust. Ein UZ hier in der Zuleitung, einen Zuleitungsverlust. Und da unten haben wir jedenfalls, wenn die gleiche Kabellängen sind und gleiche Querschnitte und so weiter, dann sind vermutlich diese UZs da gleich. Oder relativ gleich. So, jetzt, wenn das alles in einem gewissen Rahmen bleibt, ist der Spannungsabfall da relativ gering, weil der Strom halt im Rahmen bleibt, sagen wir mal. Ja. Und somit ist die Leistung hier und den Zuleitungswiderstand ebenfalls relativ gering und das wird halt vielleicht ein bisschen warm, aber nicht gefährlich. Und jetzt kommt Besuch. Jetzt ist das nicht ein Raclette, sondern jetzt stecken wir noch ein zweites Raclette an. Ja. Zweiten Raclette-Griller, Park. Verteilersteckdose hinein und da geht's zu. Ja. Und dann brauchen wir natürlich, passiert das im Winter, ja, und dann brauchen wir noch einen Heizstrahler dazu. Und da stecken wir an, da stecken wir an, da stecken wir an. Und so weiter. Ja. Jetzt wird's kritisch, weil jeder dieser Dinge braucht einen Strom und jetzt ist dieser Strom hier schon relativ groß. Okay. Es kann auch sein, dass dieses eine Gerät einen Fehler hat und der Lastwiderstand hier kleiner wird. Okay? Weil sich halt zwei Drähte irgendwo berühren, die sie nicht berühren sollten oder so irgendwas. Auf alle Fälle rinnt jetzt ein erhöhter Strom, weil ich zu viel angesteckt habe. Muss man aufpassen. Ja? Man kann nicht einfach mit Mehrfachsteckdosen da hingehen, mit so Steckerleisten und einen nach der anderen hinstecken und alles mögliche anstecken. Lamparty-Style. Ja? Geht nicht. Ja. Warum nicht? Weil der Strom dann hier relativ groß ist. Wenn der Strom hier relativ groß ist, erzeugen wir hier relativ viel Leistung. Obwohl der Widerstand der RZ, der ändert sich ja nicht. Ja. Der ist ja gleich klein, ja. Aber es ist einfach schon enorm viel Leistung da vorhanden. Ja. Und jetzt wird die Leitung da heiß. Und jetzt wird die Leitung so heiß, dass es anfängt zu brennen. Okay? Das heißt, wenn IZ zu groß wird, wird viel Leistung bei RZ erzeugt, Erwärmung.
bis zum Brand. Elektrizität ist die Brandursache Nummer 1. Okay? Ungefähr, nicht ganz ein Drittel, ja, ist auf Elektrizität zurückzuführen. Also das ist nicht so, dass man sagt, ja, passiert eh nicht. Ja, das passiert sehr häufig. Ja. Wenn es brennt, hat in einem Drittel aller Fälle der Strom die Schuld. Also die Schuld vermutet durch Überlastung. Okay? Was müssen wir also machen beim Anlagenschutz? Wir müssen da vorne irgendwie ein geeignetes Ding einbauen, Schalter, der im Bedarfsfall ausschaltet, wenn der Strom zu groß wird. Ja? Üblicherweise sind es sogenannte Sicherungen oder auch Leitungsschutzschalter. Name ist gut gewählt, weil wir schützen die Leitung. Also, es sind ungefähr 31%. Ja? 31% der Brände werden von Elektrizität verursacht. Ursacht. 31% Rufzeichen. Der Brandursache Nummer 1. Alles andere, Brandstiftung, menschliches Versagen, Zigaretten, feuergefährliche Arbeiten, Schweißen oder sowas, das ist alles viel weniger, viel weniger. Ja, deswegen müssen wir im Anlagenschutz betreiben. Wie gesagt, bauen wir da so eine Art Schalter, einen automatischen Schalter, und der im Bedarfsfall öffnet und einfach die Sachen stromlos schaltet. Sicherung ist geflogen. Ja. Wie das funktioniert, schauen wir uns in den kommenden Videos an. Also Sicherungen und Leitungsschutzschalter heißt so etwas. Gut, also deswegen müssen wir Anlagenschutz betreiben. Welche Terminologien wir verwenden, welches Vokabular, das schauen wir uns ja auch kurz an. Solche elektrischen Bauelemente, die haben meistens ein paar verschiedene Sachen. Es gibt einmal erstens den Nennwert. Okay? Der Nennwert ist der Name des Elements. Das ist ein gerundeter Wert, der halt etwas aussagt, der zur Identifizierung dient. Okay? Ein gerundeter Wert, der zur Identifizierung dient. Das ist eigentlich alles. Ja? Ein gerundeter Wert. Zur Identifizierung dient. Zum Beispiel Nennstrom, Nennspannung, üblicherweise wird das mit N abgekürzt, ja. Also das heißt üblicherweise IN, UN. Ja. Also es ist nicht so, dass das hier in der Grenze darstellt, sondern es ist einfach, ja, 230 Volt Nennstrom. Nennspannung. 230 Volt Nennspannung natürlich, ja, zum Beispiel. Ja. Das ist halt, um dem Element einen Namen zu geben und einen ungefähren Wert des üblichen Betriebsbereiches. Ja. Aber das ist nicht der Betriebsbereich. Ja. Das ist einfach der Norm. Okay. Manche Bauelemente können mit 4-5-fachen Nennstrom betrieben werden. Ja. Also Nennwert. Okay? Der übliche Bereich des Betriebes, ja, das heißt Bemessungswert. Zum Bemessungswert. Das ist der Wert, auf den unsere Bauelemente ausgelegt sind. Ja? Also das ist ein Bereich üblicherweise. Ja. Das ist der übliche Betriebsbereich.
der Wert, auf den die Bauelemente ausgelegt sind. Zum Beispiel U 230 Volt minus 6% plus 10%. Also in dem Bereich könnten wir uns bewegen. Ja. Also das wäre praktisch der Bemessungswert. In dem Bereich sagen wir, das ist alles normal, passt. Das ist ein normaler Bereich für unser Bauelement. Da können Sie sich keine Sorgen machen. Ja. So, jetzt haben wir den Nennwert, der das benennt. Der wird irgendwo in der Nähe von dem Bemessungswert oder innerhalb des Bemessungswertes liegen. Dann haben wir den Bemessungswert. Das ist der Bereich, in dem wir uns normalerweise befinden. Und ab wann wird es kritisch? Das ist der sogenannte Grenzwert. Ja? Grenzwert heißt das. Das ist die absolute Grenze, ab wo eine Zerstörung erwartbar ist. Okay? Absolute Betriebsgrenze. Es wird dann oft unterschieden zwischen einem Dauergrenzwert, okay, und einem absoluten Grenzwert. Ja. Absoluter Grenzwert. Sofortige Zerstörung. Und Dauergrenzwert. Zerstörung nach einer gewissen Zeit. Okay. Also die Dauergrenzwerte, zum Beispiel Schuko-Steckdosen, ja, also normale Steckdose, Schutzkontaktsteckdose heißt so etwas, weil es diese zwei Erdungsklemmen hat. Die darf man nicht die ganze Zeit betreiben mit dem maximal zulässigen Strom. Die hat einen Dauergrenzwert. Ich weiß jetzt nicht, aber es wird nach einer Zeit kritisch. Okay? Die hält das nicht aus. Ich kann nicht einfach einen Heizlüfter anstecken, da mit 3 Kilowatt und da die ganze Zeit orgeln auf einer Steckdose. Das ist nur für kurzfristige Sachen. Das wäre so ein Beispiel eines Dauergrenzwertes. Ja, also das sind so übliche Namen, ja, und warum wir Anlagenschutz betreiben. Das nächste Mal schauen wir sie an. Jetzt haben wir da über die Kabeln gesprochen, ja, und welche Kabeln führen überhaupt Strom und wieso und wie schauen die aus und wie werden die gekennzeichnet. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Ja, das nächste Mal schauen wir uns Kennzeichnung von Leitungen an. Welche Kabel darf ich da aufgreifen, welche nicht. Ja, da sind ja viele verschiedene bunte Farben in so Steckdosen drin und so weiter. Wenn schon mal jemand reingeschaut hat, reinschauen dürfen wir, angreifen dürfen wir nicht. Nicht, weil man uns verletzt, sondern weil sonst in Österreich zumindest muss ein konzessionierter Elektriker solche Arbeiten durchführen. Aber es schaut nicht, wenn man ein bisschen weiß, was passiert. Das oder welche Farben was bedeuten. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.